vergangenen Wochenende waren wir zu Gast im Gorfion Hotel, ein Familienhotel in Liechtenstein. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir so erlebt haben, unsere Eindrücke vom Hotel. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier seht ihr den Eingangsbereich, der ist ganz liebevoll gestaltet. Und wenn ihr jetzt gleich weiterschaut, dann geht es zum Restaurantbereich. Ihr habt einen fest zugewiesenen Tisch, an dem werdet ihr immer bedient. Und hier seht ihr den Rezeptionsbereich und nochmal einen Teil vom Eingangsbereich. Die Kinderwägen hier stehen euch kostenfrei zur Verfügung. Mein persönliches Highlight war jeden Morgen der Blick auf die Berge, die Ruhe und dieser frische Bergduft. Das war einfach ganz bezaubernd und hatte ganz viel Charme. Hier könnt ihr auch gleich schon die Außenterrasse sehen. Da kann man mittags bei schönem Wetter einen Kaffee genießen und sich auch was zu essen bestellen und den Kindern beim Spielen zuschauen. Nun seht ihr einen Einblick in unser Familienzimmer, was wir hatten. Ein neu renoviertes Zimmer mit Parkettboden, einem großgeräumigen Schrank, sehr vielen Verstaumöglichkeiten, auch wenn man länger vor Ort ist, und einem Hochbett für zwei Kinder. Hier seht ihr nochmal unseren bezaubernden Ausblick. Ich bin immer noch ganz verliebt. Hier seht ihr das Bad, das ist klein, aber hat alles, was man benötigt. Ein weiteres Highlight vom Hotel war für uns definitiv das Hallenbad. Die Anlage ist wirklich wunderschön. Nun seht ihr hier einen Einblick in den Saunabereich, der ist ab 16 Jahren und ihr könnt es ja selber sehen, es ist auch wieder wunderschön eingerichtet. Es gibt ein Dampfbad und eine Sauna und dann eine kleine Liegefläche mit Liegestühlen, auf denen ihr einen leckeren Tee genießen könnt. Hier seht ihr das Angebot vom Frühstücksbuffet. Ihr wisst, ich liebe Frühstücken und für mich war das das perfekte Frühstücksbuffet. Ich habe es sehr genossen. Die Auswahl war wirklich grandios. Aufgrund von Corona wurde jeder Essplatz mit einem Plexiglas abgetrennt und so hatte jede Familie seinen eigenen Bereich. Maibun bietet wunderschöne Ausflugsmöglichkeiten. Ihr könnt am Hotel E-Bikes ausleihen, das haben wir gemacht und sind auf den Berg gefahren und haben diese schöne Aussicht genossen. Abends findet im Miniclub immer eine Mini-Disco statt, die fand der Muck großartig. Ich bin jetzt hier gerade kurz im Kinderclub. Der ist immer von 9 bis 20:30 geöffnet. Da könnt ihr eure Kinder jedes Alters abgeben. Hier hinter mir gibt es so eine Infopoint-Tafel mit verschiedenen Programmen am Tag. Da könnt ihr immer schauen, ob ihr eure Kinder für irgendwas Bestimmtes anmelden wollt und ja, das ist total schön. Ich zeig's euch mal.
Hier ging es für uns zum Abendessen und das gute Essen zeige ich euch jetzt mal. Letzt zeige ich euch jetzt hier noch den 24-Stunden-Selbstservice-Bereich. Hier könnt ihr eure Wäsche waschen, hier könnt ihr Fläschchen warm machen, Wasser kochen und auch Gläschen warm machen, in der Mikrowelle zum Beispiel. Es gibt auch einen Kühlschrank, also alles, was man benötigt. Zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch unsere Abschlusswanderung am Sonntag. Wie gesagt, Maibun ist wunderschön gelegen. Wir bedanken uns nochmal beim gesamten Team vom Gorfion Hotel. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und ich kann euch das Hotel von Herzen nur empfehlen.